So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Wir befinden uns immer noch in der Quarantäne, sozusagen, nicht direkt, aber mein Kanal hat ja wieder mal eine Sperre bekommen, diesmal sogar für 2 Wochen statt für 1 Woche. Das ist die Raid am Mittwoch-Folge aus der ersten Sperrwoche, die ich natürlich nicht hochladen kann. Und dann irgendwann hochkommt, wenn ich wieder frei bin, da kommen wahrscheinlich dann alle 3 Raid am Mittwoch-Folgen auf einmal von Woche 1, 2 und 3, die aktuelle. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst. Ich möchte natürlich trotzdem weitermachen. Ich könnte auch 2 Wochen Urlaub machen. Aber ich möchte euch die Highlights der Woche zeigen. Auch wenn die Woche dann nicht mehr aktuell ist, habt ihr mir trotzdem Bilder geschickt. Wir haben also wieder die Highlights der Woche für euch. Und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Pascal Baum. Der zeigt uns nämlich seine Shinies. Der hat hier ein Rameidon drin, ein Okchan und ein Kabutops. Das waren auf jeden Fall meine Highlights. Das Kabutops ganz frisch gefangen. Guckt euch das an und ein Amoroso daneben. Amoroso. Dann aber hier den Aluhut, Grüße gehen raus, der hat beim Auf die Dicken 3 Gewinnspiel mitgemacht und eine Bierdose von Auf die Dicken 3 gewonnen, hat die sich dahingestellt, hat ein Bild geschickt, fand ich sehr cool, hab gesagt, wenn ihr die kriegt, schickt mir dann bitte Bilder. Das Gewinnspiel mit den Mützen konnten wir leider nicht auflösen, da war der Kanal schon gesperrt. Das muss ich machen, sobald wir wieder Chill mit Ramses streamen können. Brian hat dir noch ein Shiny Anorith geschickt. Pfeffi hier mit einem Ammonitas Shiny und ein Magnetilo hinterher. Jennifer, ein Shiny Schilderus. Dann Polo, mein erstes Shiny auf meinem 3. Account. Wie viele Accounts habt ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Shiny Pupanz, da fand ich das Foto auch sehr schön. Normalerweise mag ich das nicht, wenn ihr mit eurem Handy euer anderes Handy abfotografiert. Meistens ist es total verschwommen, verwaschen, man kann gar nichts erkennen, aber das Foto sieht einfach richtig genial aus. Bob's Rob hat hier ein Shiny Pantimimi gebrütet. Killy Master. 100% Psiao. Aus dem Raid gebrütet. Irgendwas von beiden auf jeden Fall. Skandalpara läuft heute Morgen. Dialga wurde gefangen, 2.16. Dialga wurde gefangen, 2.19. Also früh wird schon geradet. Per Einladung natürlich, ne? Wer was anderes denkt, der ist ein Schelm. 2 Shinies hintereinander. Ihr seht, da war Dialga noch da. Dann frisch geschlüpft, Ninkada als Shiny beim Tobi hier. Kejoga mit einem Shiny Scobble. Eric Cartman mit einem Uff. Mehr haben wir dazu nicht zu sagen. Kejoger noch ein Voldoball, Shiny Eneko, Bobserob, Shiny Cognodon mit dem roten Kopf. Julchen hat ja die ganze Zeit das Pandir gesucht, das aktuelle, also das August-Pandir. Ne, das Juli-Pandir. Das August steht ja alles da. 1 Milliarde Quests. Zum Glück habe ich das Pandir von August schon in Shiny. Das heißt, August hat sie Ruhe. Juli musste sie so viele Quests machen, bis sie das Shiny bekam. Ich würde mich freuen, wenn mal wieder ein neues Shiny-Pandir reinkommt. Oder generell eine neue Pandir-Form. Noch nicht als Shiny und dann später als Shiny. Jennifer hier, 100er Cognodon. Dann habe ich eine Lucky-Warnung erhalten. Das fand ich richtig genial. Also wer das kennt, ich hatte ja diese 7-Tage-Warnung drin. Dann bin ich Glücksfreund geworden. Und irgendwie hat sich das überlappt beim Anmelden. So habe ich diesen Bann-Bildschirm und gleichzeitig noch diesen Lucky-Bildschirm da. So habe ich jetzt eine Lucky-Warnung. Ne? Statt einer Shiny-Warnung, eine Lucky-Warnung. Warum auch nicht. Heike hier mit einem 100er Hippopotas aus der Feldforschung. Chevys Armee wächst. Despo da mit 100% auf Level 50. Beziehungsweise das letzte ist kein 100er. Ein 98er vielleicht. Da steht nicht 100 dran, da ist einfach nur so eine... so ein Fingerhut hingezeichnet, so ein schwarzer. Dann beim Poppy, ihr wisst, ich nehme normalerweise keine Sachen von Discord oder Instagram, weil da die Namen nicht dran stehen. Wenn ich das nämlich so upscreen, ist da kein Name dran. Aber ich war mit Poppy Glücksfreund, wir haben getradet, Shiny Dialga gegen Shiny Dialga. Bei mir ist es unglaublich schlecht geworden und er hat einfach aus unserem Trade ein 100% Lucky Glücks Dialga bekommen, wobei Lucky und Glücks ist ja dasselbe in Shiny. Glückwunsch auf jeden Fall. Dialga Shiny Lucky 100er hätte ich auch gerne gehabt. Da finde ich das Shiny als Lucky sieht richtig genial aus. Glückwunsch und Grüße gehen raus also. Na gut, meins war 12, 15, 12.
Ich glaube es einfach nicht, hat er hier geschrieben. Das hätte normalerweise der Schocker der Woche sein müssen, aber wir haben genug Dialga gesehen, deswegen habe ich da was anderes rausgesucht. Mit Jason bin ich Glücksfreund geworden auch. Kate Joker auch, 100er Cognodon mitgenommen. Selal hier mit 100er Ammonita ist dann, wie ich schlafen gehe, wenn ich weiß, dass mein Kommentar bei Facebook andere aufregt. Seht ihr, wie zufrieden, das ist doch genial. Selal noch mit einem Shiny Volleyball, erlöst ein 100er Macholo. Tobias Jan, der hat... Den kannst du auch so wie er ist nehmen und in den Sack rein tun, ne? Hab was gegen die Langeweile gefunden. Heute war ein sehr verrückter Tag. Shiny Schilderos, Shiny Cognodon, Shiny Dialga und 100% Dialga, alles an einem Tag. Also Jackpot abgeräumt, alles was gibt. Dann bin ich mit King Hammer Glücksfreund geworden, mit dem habe ich sogar heute getauscht. Zwei Palkia. Obwohl Palkia erst am Freitag kommt, heute Mittwoch ist, fangen wir schon mal an, auf 100er Palkia Suche zu gehen. Selal hier auch, 100er Dialga beim 60. Raid. Wie viel Raids habt ihr gebraucht? Solltet ihr schon drunter schreiben. Selal, Voldobal, Juffing, Glücksfreund. Dann aus dem Feldforschungsdurchbruch bei Kate Joker gleich Shiny Palimpalim, auch mit recht guten IV, 96er müsste das sein. Mikolai hat hier auch ein 100% Glücks-Dialga bekommen. Der hat es in Instagram geschickt, aber hat seinen Namen dran geschrieben. Deswegen konnte ich das auch mitnehmen. Dann Lucia. Nee, keine Ahnung. Hieß sie nicht Julia? Ich blicke gar nicht mehr durch jetzt. Auf jeden Fall hat hier die Dame auch gewonnen. Eine auf die dicken 3 Dosen Bierdose habe ich auch hier mit reingenommen. Kam auf jeden Fall an. Roadblock haben wir auch kurz mit reingenommen, denn der hat auch einfach 400%ige Dialga bekommen. Sehr stark. Mir reicht eins. Hätte ich noch 2 oder 3 andere, hätte ich die aber auch gleich hochgezogen, weil ich ja so viele XL-Bonbons habe. Heute Abend ist übrigens noch einmal die Raid Mania. Zu dem Zeitpunkt, wo ich hier gesessen habe. Vielleicht ist da ja noch ein 100er dabei. Dann könnte ich noch eins hochziehen. Ich habe noch über 600 XL-Bonbons. Dann hier Daika, oder wie der heißt, Traumfugil, Shiny für Raider Mittwoch, 100% Krypto-Fifien, Koselinchen mit einem Shiny Kabuto und einem Shiny Krypto-Samurzel und so eben das. Es war das erste, was da stand. Ich hatte noch nicht mal Rauch an. Einfach Shiny Magnetilo in der Spotlight-Stunde gegönnt bei Koselinchen. Janne Gusidarit, kennt man auch, hat ja auch gezeigt. 400%ige Dialga, nein, das Bild ist nicht geklaut von dem vorhin. Die haben andere Namen. Ja. Sören zeigt uns hier, wie toll es ist, wenn man einen Lauterbacher Pilz öffnet. Da geht die Sonne auf und der Regenbogen kommt. Fotos von Sören. Kakuna Ratata. Kennt man. Sören 100er Voldoball. Sören Kabuto Shiny. Sören Lucky 100er Geroni Mats. Leon Petzold. Wie ihr seht, ich habe so viele Shiny Dialga bekommen. Ich habe fast keins mit reingenommen. Das habe ich aber mit reingenommen, weil der Hintergrund einfach so schön aussah. Fand ich irgendwie toll. Deswegen Leon Petzold, sei gegrüßt. Extra hier das Shiny Dialga von dir mit reingenommen. Alle anderen raus, weil Shiny Dialga, bis das hier kommt, die Leute können es eh nicht mehr sehen. Zur Rage-Stunde bekommen. Ein Shiny Schilderus bei Get My Game. Gleichzeitig Get My Game mit einem Shiny Mewtwo. Wo hat er das denn jetzt auf einmal ausgekramt? Aber Get My Game, auch hier, 22.10.20, ist ein bisschen älter, aber durch einen Glückstausch auch 100% geworden, das Sepa. Selal zeigt uns ein Papunga, der Tunga, ihr kennt Papunga, ihr kennt Iswo der Tunga, aber jetzt kommt Ramses der Tunga. Damit hat alles angefangen. Papunga, mein neues Lieblings-Pokémon. Nein. Dennis Weigel hier mit Shiny Lumpy. Ah ja, hier fehlt einfach mal die Hälfte vom Kopf vom Wailord. Das sieht auf jeden Fall nicht gesund aus. Habe in der Sonne gar nichts gesehen. Gar nicht gesehen, dass es Shiny ist, meine ich. Shiny, Togepi, Gebrütet, Burkhardt plus Shiny Lilliet plus 100er Ammonitas, Shiny Cognodon, Shiny Fifien, Chevy, 100% Glücks, Dialga. Mensch, die haben alle gespart beim Pushen, weil es so glücklich war. Hammer, Glück, Chevy Art, 100% Krypto, Staralili. Die auch schon 100er Krypto. Heiko gönnt sich ein Shiny Incognito U aus dem Raid und ein zweites hinterher. Dann haben wir kurz ein unbedeutsames Shiny Schwalbini bei Jennifer und auch ein Shiny Incognito U aus dem Raid. Dann hier
Ivanovic, Dominik, 100% Glücks Kapuno. Nimmt man gerne mit, ist ein cooles Pokémon. Pete Baldes zeigt uns seine Krypto-Shiny-Sammlung. Sneeble ganz frisch dazu. Lapras, Vostelga ist dann noch am Start. Ricky M. mit dem Popsofa zeigt uns ein Kebab Shiggy. Diesmal muss man es aber so aussprechen. Es ist ja ein Shiggy, das ist ein Cheva. Ach na, ich habe ja den Anfang immer falsch. Chewab Shiggy ist das dann. Level 101. Knoblauch, Knarre und Aioli-Pumpe. Knoblauch, Knarre und Aioli-Pumpe. Ich glaube, das muss ich auf Thumbnail packen. Lukas zeigt uns 3 Dialga gemacht und direkt Shiny bekommen. Das ist auf jeden Fall richtig krass. Andere haben bei 70 noch keins. Und er hat sogar einen 100er bekommen. Bei 11. Ich habe 323 Raids gemacht für das 100er, er macht 11. Okay, da fehlen ihm natürlich die XL-Bonbons, aber trotzdem, man ist erstmal auf der sicheren Seite. Madu hat auch eine Dose auf die dicken 3 Bier gewonnen. Hat das auch zugeschickt bekommen. Steht hier im Regal dabei. Und was meine feinen Augen noch sehen, da unten sind die extra scharfen Too Spicy Nudeln von Samyang. Sehr cool also. Roman Romanski auch hier 100% Dialga mitgenommen nach 4. 4 Dialga 100% mitgenommen. Elias Pikemon. Vergesst Pokémon. Es gibt ab jetzt Pikemon. Hat mir hier Screenshots von einem Video, was er abgefilmt hat, gezeigt. Ich möchte das kurz mal durchlaufen lassen. Da ist also ein 100% Mewtwo. Es ist ein Fragezeichen dran, weil das ist das größte und heftigste und beste Pokémon von den WP, was er auf dem Account dann hätte. Er hat keins mit höheren WP. Deswegen sind die als Fragezeichen da. Dann hat er hier einen Ball ausgewählt, hat geworfen, hat den Kreis eingestellt, hat es wahrscheinlich gefangen. Der Ball trifft auf, man sieht gar nichts mehr. Zack, erster Fang des Tages. Mewtwo wurde gefangen, Pokédex-Eintrag, da ist es! Und die Erfahrungspunkte dazu, da dachte ich mir, dass ich dir das schicken muss, hab nochmal in meinen alten Videos herumgekramt, dann sah ich den 100% Pokédex-Eintrag. Das ist auf jeden Fall natürlich krass, wenn man den allerersten Mewtwo-Raid macht und direkt das 100er bekommt. Ist ein bisschen her, ist mit einer Spoofer-Oberfläche, normalerweise nehme ich solche Sachen gar nicht mit rein, finde ich kacke, aber wollte ich euch trotzdem mal zeigen. Hier beim Hannes denkt man auch, was, San Francisco, ein 100er Emolga, da kann man ja einfach hinspoofen und sich das holen, wenn das da sitzt, aber finde ich genial, habe ich mit reingenommen, denn das ist durch einen Tausch entstanden. Er hat hier also mit Ramdusch 1 getauscht und hat da durch den Tausch ein 100er Emolga bekommen. Random, deswegen ist es drin. Hannes auch noch, Kabuto, Visor, alles shiny, Volleyball shiny, Magnetilo shiny, Pipi shiny, verbranntes schwarzes Anorit. Lennart zeigt uns, sein Kumpel hat ein Cognodon gefangen mit Piepmatz-Kostüm, sehr gut. Thomas Bo zeigt uns Skobbel, irgendwas stimmt mit Hasi nicht, hat er da drunter geschrieben. Sieht wirklich komisch aus und wenn ihr auf der Karte guckt, das ist nicht das Einzige, denn daneben das andere sieht auch komisch aus, auch ziemlich knusprig, da sind schon mal die Schokoladen-Osterhasen für Ostern, jetzt bald im Hochsommer. Thomas Bo auch hier mit einem 100% Dialga, 100er Togepi, Karin Suhl mit einem Shiny Ammonitas, Benjamin Engel hier 100% Cognodon, nimmt man natürlich auch mit, Cumulus, seine Ausbeute hier, Shiny Cognodon, Shiny Fukano, Shiny Radfratz, Shiny Skoppel, das ist aus Versehen reingerutscht, hat er gesagt, haben wir mit reingenommen, Shiny Octillerie, ausgebrütet, Breni Stendal hier 100% Mobile, Elke kann sich ein 100er erlösen, ja, zeigt wieder ihre Kryptosammlung, guckt es euch selber an, hier Vulpix, Teddy Ursa, alles Kryptos, die zum 100er werden würden. Dummesel Shiny dabei, Shiny Voldoball dabei, Shiny Praktibalk dabei. Mal was Besseres, Selteneres, die anderen kann man schon gar nicht mehr sehen. Und ein Shiny Anorit, das waren jetzt alle Bilder von den Highlights. Und jetzt haben wir natürlich noch den Schocker der Woche für euch vorbereitet. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von Bam Max, also Bam Max, ja, 0max6 hat jeder in seiner Liste, ich weiß, für Raider Mittwoch, ein 100% Shiny Cognodon. Fand ich cool zum Abschluss so von dieser Woche, weil der Bonus ging ja bis Dienstagabend, jetzt ist Mittwoch, das heißt, das ist weg.
Cognodon wird nicht mehr vermehrt spawnen. Jeder wollte das Shiny haben. Er hat hier ein 100er Shiny aus Wilhelmshaven, Niedersachsen. Das sieht gut aus. Level ist auch okay. Sieht sogar aus, als wäre das aus dem Raid. Wenn ich mir den Bogen so angucke, so genau weiß ich das aber nicht. Wenn das aus dem Raid wäre, wäre das natürlich noch krasser, weil ihr nicht gezielt danach suchen könnt. Und das dann Zufall ist, dass er ein 100er kriegt, was auch noch Shiny ist. Mich hat das Bild auf jeden Fall beeindruckt. Ich habe gute Laune, wenn ich das Bild sehe, weil ich es nicht hab, Junge! Na, ich finde das auf jeden Fall sehr cool, deswegen beendet dieses Shiny Cognodon als 100er, also dieses Schlundo, nee, nicht Schundo, Schundo. Schlundo wäre ja wieder Lucky mit drin. Also Hundo, Schundo, das Schundo Cognodon beendet die Raider Mittwoch-Folge. Wie gesagt, muss ich leider alle dann in 2 Wochen am Mittwoch hochhauen. 10 Folgen Raid am Mittwoch. Ihr werdet das sehen. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses.